Ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen-Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir, was die geistige Welt für Informationen und Impulse für die erste Augustwoche hat. Und zwar vom 1. bis zum 7. August. Es ist eine allgemeine Legung. Nehmt also mit, was mit euch resoniert und was nicht resoniert, das lasst ihr für andere übrig. Um alle Informationen für die Woche zu haben, müsst ihr Folgendes tun, und zwar am Ende der Legung auf die Playlist klicken, erste Woche August, und euch da euren Aszendenten für Beziehungs- und Liebesthemen eben auch Mond-Venus mit anschauen. Erst dann wird ein ganzes Bild daraus. Ihr habt, oder jeder von euch hat eine eigene Playlist für das Sonnenzeichen bzw. Aszendenten und Venus. Klickt euch da mal durch, sind einige Videos für August erschienen bereits. Vielleicht habt ihr was verpasst und findet da noch was, was euch interessiert oder hilfreich ist. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Krebse für die Woche vom 1. bis zum 7. August und fragen, vielen Dank, nach der Hauptenergie. So, meine Lieben, dann wollen wir doch mal schauen, was los war und was sich an Energie so zusammenbraut für eure erste Augustwoche. Okay. So, wir haben Steinbock-Energie und Skorpion-Energie. Lass mal richtig hinsetzen. So, Ritter der Stäbe ist eure Hauptenergie. Ja, meine Lieben, Heißblütigkeit, Leidenschaft und wirklich das Leben anpacken und genießen. Ja, ihr könnt eine Hammer-Ausstrahlung haben, einige von euch strahlen richtig, ja. Ihr wollt das Leben leben. Ja, das ist so eine Energie von, Mann, was mache ich hier eigentlich? Da geht noch mehr. Ja, und schöpft da aus den Vollen. Es kann aber auch sein, dass einige von euch hier zu Schnellschüssen tendieren und zu Aufgeriebenheit, Heißblütigkeit, so ein bisschen Zankeslust. Ja, also ihr lasst da... Also eure Toleranzgrenze, um es mal so zu sagen, eure Toleranzgrenze ist recht niedrig in der Woche. Ja. Aber ihr seid halt eben auch energiegeladen und dementsprechend andererseits möglicherweise auch flirty und ja, habt einfach Lust aufs Leben. Hui, okay, ich verstehe. Also, aus welcher Situation kamt ihr, kommt ihr? Das ist hier ziemlich klar, jemand, der euch hingehalten hat oder der euch was vorgemacht hat. Und ihr habt wirklich viel getan, aber ihr habt auch wirklich eins auf die Selbstwertnase gekriegt. Ne? Das tat weh. Also das kann man nicht schönreden. Das war auch nicht irgendwie, wo man dann sagt, ja, war halt nichts. Nee, das tat weh. Da kamt ihr euch richtig, richtig, richtig veräppelt vor. Und es ist auch so... Also ich bekomme mir das Gefühl von Unglaube, ja, also dass einige ungläubig vor der Sache standen, vor den Scherben standen. Und auch dieses nicht schon wieder, ja, das kam auch. So, was habt ihr gemacht? Ihr habt euer Mäuerchen hochgezogen. Erstmal so Sicherheitszaun, ja, um eure Wunden zu lecken und zu pflegen. Und in der Woche hier werden sich in eurem Leben Spreu vom Weizen trennen tatsächlich. Also ihr habt ein absolutes Bewusstsein dafür, was euch gut tut und was nicht. Und das geht über Unzufriedenheit schon hinaus, was ihr verspürt. Ja? Ihr fordert richtig ein vom Leben, was sich gut anfühlt. Und das ist ja auch richtig. Dementsprechend alles, was sich nicht auf Augenhöhe befindet, das lasst ihr hinter euch. Also es kann auch sein, dass hier diese Sache noch nicht vorbei ist, aber ihr jetzt merkt, okay, ich muss jetzt eine Grenze setzen, ich muss jetzt einen Cut machen. Viele von euch werden Beziehungen verlassen. Viele von euch werden tatsächlich sogar umziehen, ja, und egal, was das bedeutet. Da geht es wirklich darum, ihr ertragt das nicht mehr, was da passiert. Und ihr habt aber so Lust aufs Leben. Und ihr wisst,
Da muss nicht nur ein bisschen, da muss eine 180-Grad-Wendung stattfinden. Dementsprechend kann es sein, dass hier Jobs gekündigt werden, dass hier Beziehungen beendet werden, dass hier Freundschaften gekündigt werden, dass einige von euch auch sagen, okay, es geht mir so schlecht, ich lasse jetzt hier alles stehen und liegen. Ich will dieses Leben, ich will diese Lebenslust und diese Lebensfreude, dieses Feuer wieder in mir spüren, diese Kraft und diese Unbeschwertheit auch, ja. Und ihr könntet euch um eine Kur oder eine Reha kümmern. All das ist hier möglich. Ich kriege hier rein, dass einige tatsächlich auch so ein bisschen Herzinfarkt, Schlaganfallmäßig gefährdet sind, mal zumindest. Oder merken, wenn ich jetzt noch weitermache, dann wiederhole ich hier, was weiß ich, ihr habt das irgendwie in der Familie, ja, das ist so euer Familiending. Und ihr merkt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, da muss ich was anders machen, ansonsten ende ich wie meine Mutter, wie mein Vater, wie meine Großeltern etc. pp. Ja. Also wirklich achtsam, eine Achtsamkeit stellt sich ein und ein komme, was wolle, ich bin jetzt mal weg. Und da gibt es auch, das kann hier Arzt oder Therapeut sein, aber auch mehr noch irgendwie Menschen. Ich bekomme hier so den Impuls, dass ihr euch mit eurem, ich sag mal, Problem, ja, eurer Lage auch beschäftigt habt im Sinne von mal im Internet geguckt habt oder irgendwelchen Gruppen beigetreten seid, Infomaterial gesammelt habt und dort Impulse bekommen habt, um diese stagnierende, schmerzhafte Situation aufzulösen und da Unterstützung bekommen habt oder beziehungsweise bekommen werdet. So, ja, der Magier, da haben wir ihn. Das ist diese Willenskraft, dieses Jetzt anders und hier direkt die Handlung und die Lösungsfindung beziehungsweise Lösungen dazu. Ihr setzt um. Also bei euch ist echt Schicht im Schacht. Ihr sagt, nee, so geht das nicht mehr. Das waren jetzt zu viele Karten. So geht das nicht mehr und da haben wir sie. Die Befreiung, dieses endlich durchatmen können, dieses sich nicht mehr fühlen, als hätte, als wäre man, als hätte ein 40-Tonner auf einem geparkt. Auch seelisch, ne? Also das vor allem. Da kommt diese Willensstärke, sich für sich einzusetzen und jetzt wirklich das Leben zumindest vorzubereiten oder auch schon zu leben, je nachdem, wie es euch so geht, was ihr euch wünscht. Ihr seid in diesem Bewusstsein, ich bin Schöpfer in meinem Leben und ich habe immer gegeben und war gutmütig und habe getan und gemacht und ja, habe mir noch mal mehr auf meinen Schreibtisch laden lassen, habe noch mal mehr irgendeinen Knaller verziehen im Freundeskreis oder in der Partnerschaft. Es reicht, ich kann nicht mehr, wenn ich mich nicht drum kümmere, um mein Leben, es macht sonst keiner. Ich gehe jetzt in diese Selbstverantwortung und ich habe und finde Lösungen und setze die um. Und ihr werdet hier wirklich, ja, auferstehen. Was jetzt euch noch so fern scheint, ja, weil hier das Gericht auf dem Kopf, also das ist alles andere als Auferstehung, aber das stellt sich hier ein. Da kommt Genesung und Gesundung rein. Und das kann auch sein, dass ihr dass es euch einfach egal ist, welche Worte ihr anderen um die Ohren haut, weil ihr nicht mehr könnt. Ihr habt keine Geduld mehr. Vollkommen egal. Jetzt kommt ihr. Versteht ihr? So, die Überraschung. Drei der Stäbe. Das mag wieder die Kur sein, das mag die Reha sein, das mag der Tapetenwechsel sein, möglicherweise auch der Umzug oder Wechsel eines Arbeitgebers. Wobei ich glaube, wenn ihr wechselt, dann wird das noch eine Weile dauern. Ihr nehmt euch erstmal eine Auszeit vielleicht, wenn möglich. Aber hier habt ihr Anteile in euch miteinander versöhnt. Ihr zerreißt euch nicht mehr und erst recht nicht für andere. Und ja, da kommt die Fülle und der Ausblick auf wirklich den entspannten Lebensfluss. Das, was ihr hier merkt, was unbedingt raus muss, ja, und was ihr vielleicht mit ein bisschen, wie sagt man denn? Wenn man ein bisschen streitlustig, sagen wir es mal so, ja. Also mit euch macht man es nicht mehr. Punkt. Meine Lieben, das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist anstrengend. Das sind auch wieder sehr konträre Energien hier. Das hatte ich heute schon mal. Ich weiß gar nicht mehr bei wem. Ich glaube beim Löwen oder beim Schützen. Aber da kommt richtig Bewegung rein. Und wenn ihr zurückkommt, wenn ihr Menschen begegnet, die euch
in eurem Hier- und Jetzt-Zustand noch gekannt haben. Und die begegnen euch dann in, das ist hier halbes Jahr ungefähr. Ja, 8 Wochen bis 6 Monate, wenn die euch da wieder begegnen, die werden euch nicht wiedererkennen. Ja, so strahlt ihr und so sehr seid ihr in eurer Selbstermächtigung, in eurer Schöpferkraft. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Aszendent Mond Venus dazu noch anschauen. Alles, alles Liebe. Viel Spaß beim Wiederauferstehen und bis ganz, ganz bald.